Ich grüße Sie zu diesem Online-Event in unserer Serie der Open Lectures am Learning Lab. Wir wollen in dieser Serie uns anschauen, wie gehen die verschiedenen Bildungssektoren, wie geht die Bildungsarbeit mit den aktuellen Herausforderungen der Krise um, wie nutzen wir digitale Medien, um die Bildung zu organisieren, um Bildungsbedarfe und Bedürfnisse zu adressieren. Und wir merken in den letzten Sitzungen, in den letzten Terminen, in den Gesprächen, die wir hier führen können, dass die Herausforderungen doch sehr unterschiedlich sind. Hochschulen, Schulen, die berufliche Bildung, betriebliche Bildung, Erwachsenenbildung, sie gehen alle auch unterschiedlich mit dieser Herausforderung um. Es gibt andere Themen, die im Vordergrund stehen. Und ich freue mich, dass wir heute in diesem Termin Herrn Dr. Jürgen Holtkamp begrüßen können vom wird sich gleich vorstellen, vom Caritasverband des Bistums Essen. Und wir wollen heute ein Blitzlicht werfen auf die soziale Arbeit und wie dort digitale Bildung sich artikulieren kann, welche Themen dort im Vordergrund stehen, wollen wir in den nächsten 60 Minuten ansprechen. Wir wollen auch wieder Fragen aus dieser Runde aufgreifen. Also wenn Sie möchten, können Sie im Chatfenster eine Frage, einen Hinweis, eine Anmerkung machen. Oder auch nach dem Interview können wir zusammen in dieser Runde auch ins Gespräch kommen. Ja, guten Tag, Herr Holtkamp. Zunächst die Frage, wie können Sie sich vorstellen, was ist Ihre Tätigkeit im Bistum Essen? Ja, guten Morgen erstmal und herzlichen Dank für die Einladung. Jürgen Holtkamp ist mein Name. Ich leite seit gut 2 Jahren das Kompetenzzentrum Fort- und Weiterbildung beim Caritasverband für das Bistum Essen mit einem wesentlichen Schwerpunkt eben Digitalisierung. Ich war zuvor, war ich 5 Jahre lang Leiter der Abteilung Soziale Dienste, würde man sagen. Also da waren die Bereiche Schwangerenberatung, Ehefamilie- und Lebensberatung, das Thema Armut war da drin. Die Migration ist dort verortet zum Beispiel, aber auch das Thema Gemeindekaritas und auch der Kindergarten ist dort verortet. Wie würden Sie Ihre aktuelle Situation beschreiben? Sind Sie auch voll im Homeoffice verankert oder wie müssen wir uns Ihre Tätigkeit aktuell vorstellen? Ja, also Sie sehen das ja schon, wenn Sie im Hintergrund gucken. Ich habe kein Bild entsprechend eingeblendet, sondern das ist mein Arbeitszimmer zu Hause. Ich bin seit Mitte März im Homeoffice. Wir haben eine grundsätzliche Regelung getroffen im Hause, dass sowieso schon es immer möglich war, Homeoffice einmal in der Woche zu machen. Durch die Corona-Krise haben wir dann festgestellt, dass es ganz schwierig ist, um die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten und haben dann sehr schnell sozusagen reagiert, denn wir können auch viel einfach im Homeoffice machen. Und wir sind, und das ist jetzt vielleicht schon eine Hinführung zu unserem Thema, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir über eine sehr, sehr gute IT-Infrastruktur verfügen. Das ist ja eine Voraussetzung dafür, um überhaupt über das Thema E-Learning, über das Thema Homeoffice überhaupt nachdenken zu können. Und das treibt uns auch um. Vielleicht noch ein Hinweis zur Caritas. Der Diözesan Caritasverband in Essen ist so organisiert, dass wir ein Spitzenverband sind der freien Wohlfahrtspflege. Und damit eigentlich zwei Aufgaben haben. Wir haben einmal die Aufgabe, die Politik zu, ich sag mal, beraten, aber auch Lobbyarbeit zu machen. Und zum anderen haben wir die Aufgabe, den angeschlossenen Einrichtungen, also ob das nun die Jugendhilfe ist, ob das Ehefamilien-Lebensberatungsstellen, ob das Behinderteneinrichtungen sind oder Altenhilfeeinrichtungen, diese zu unterstützen und zu beraten, damit sie sozusagen gute Rahmenbedingungen haben, um auch für die Menschen was Gutes tun zu können. Mhm. Und wie schaffen Sie diese Rahmenbedingungen? Wie machen Sie die Beratung? Also machen Sie Projekte mit denen? Setzen Sie neue Produkte, Dienstleistungen, Services auf? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also zum einen gibt es einfach eine regelmäßige Konferenzsystematik. Das macht ja auch Sinn, dass wir mit den Vertretern aus den verschiedenen Einrichtungen, mit ihren Schwerpunkten, ob das nun die Altenhilfe oder die Jugendhilfe ist, aber da ist völlig egal. Da gibt es regelmäßige Konferenzsysteme, mit denen wir darüber reden, was brauchen die und auch was erwarten die von uns. Weil die stehen natürlich auch am Markt und sehr unter Druck, auch als soziale Einrichtung. Denn das Geld ist ja endlich, darüber muss man sich ja nichts vormachen und auch der Staat und auch die Kommunen gucken natürlich auch schon, wie sind dann die einzelnen Einrichtungen aufgestellt
Und mit Blick auf, ich sag mal, juristische Beratung ist es schon wichtig, auch zu gucken, also wie, also ja, wo ist da ein guter Rahmenvertrag? Wie lässt sich der dann auch, verhandeln? Das ist nicht so ganz einfach. Und da haben wir dann Juristen, wir haben Leute in der wirtschaftlichen Einrichtungsberatung, aber auch, und das ist jetzt ein zweiter wichtiger Punkt eben auch, die suchen natürlich auch nach Themen. Also beispielsweise in der Jugendhilfe, was machen wir denn mit den Kindern? Also wie ist das denn mit schwer Erziehbaren, wenn man das mal so sagen will? Mhm. Mit traumatisierten Flüchtlingen, also wie gehen wir da um? Da reicht es ja nicht aus, denen ein Handy zu geben, sondern da müssen wir in einen konkreten Beratungskontext. Und das ist ja auch das Kerngeschäft der sozialen Arbeit. Bleiben wir vielleicht bei der Jugendhilfe. Wie können wir uns das konkret vorstellen? Also was kann da entwickelt werden? Ich glaube, wir sind schnell dabei, dass uns klar ist, da ist die Kursförmigkeit der Angebote schnell am Ende. Es geht da nicht darum, Kurse aufzusetzen, wie wir es in anderen Kontexten der Bildungsarbeit kennen. Wie kann sich da Jugendhilfe einbringen mit digitalen Medien? Also das eine ist natürlich der Beratungsansatz als solches. Da haben wir Sozialpädagogen, Sozialpädagoginnen und Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, deren Aufgabe es ist, mit den Kindern und Jugendlichen entsprechende Maßnahmen durchzuführen. Die werden ja auch refinanziert. Das ist der eine Punkt. Da sind die für ausgebildet, dafür haben die soziale Arbeit studiert, dafür haben die Zusatzqualifikationen erworben. Die kennen die Kinder, die wissen auch, ob die eine Alkoholvergiftung als Kleinkinder gehabt haben zum Beispiel, ob die mediensüchtig gewesen sind, weil in der Familie eben ein hemmungsloser Medienkonsum stattgefunden hat. Die kommen zum Teil aus sozial sehr, sehr schwierigen Verhältnissen. Und da gibt es entsprechende Konzepte, die erarbeitet worden sind, die haben sich bewährt und damit wird gearbeitet. Neu hinzugekommen ist, würde ich jetzt mal sagen, mit Blick auf das Thema Digitalisierung, dass natürlich die Medienvielfalt zugenommen hat und die Kinder und Jugendlichen natürlich auch mit Blick auf Bildungskontexte da auch unterstützt werden müssen. Das können die nicht alleine. Das fängt einmal damit an, dass es erstmal, eine technische Infrastruktur mit einem WLAN braucht. Jetzt ist das mit dem WLAN gerade in der Jugendhilfe aber so eine Sache. Erstens muss das mal eingeschafft werden, das kostet Geld, das wird nicht unbedingt refinanziert. Zweitens braucht es dann aber auch ein solches WLAN, wo die Jugendlichen auch immer im WLAN geschützt werden. Also man will natürlich auch nicht, dass die Jugendlichen mit ihrem Handy auf Seiten gehen, die für sie nicht geeignet sind. Oder noch schlimmer, wenn das dann nachher sozusagen in der Zeitung steht, dass Jugendliche, sag ich jetzt mal, auf irgendwelchen schwierigen, gefährlichen Seiten gesurft haben oder Dinge getan haben, die nicht erlaubt sind. Und dazu braucht es Sozialpädagogen, Sozialpädagogen, die natürlich eine technische Kompetenz mitbringen, um das zu erkennen, die denen auch helfen mit Blick auf das Stichwort Medienkompetenz. Und es braucht auch, sage ich jetzt mal, Filtersoftware, die von vornherein so eingestellt ist, dass solche Seiten erst gar nicht aufgerufen werden. Da gibt es auch ein Projekt, zum Beispiel in Bottrop, wo ein solches WLAN eingerichtet worden ist, was quasi mit einer Filterfunktion fungiert, damit die Jugendlichen zwar surfen können auf den entsprechenden Seiten, aber eben nicht alles machen können. Und in verschiedenen Veranstaltungsformaten arbeiten dann die Erzieherinnen und Erzieher mit den Kindern und Jugendlichen, um sozusagen sie dann auch in diese Welt der Medien sozusagen einzuführen. Mhm. Und Ihre Aufgabe besteht darin? Ja, unsere Aufgabe als Spitzenverband besteht einmal darin natürlich, am Zahn der Zeit zu sein, also auch Entwicklungen frühzeitig zu entdecken, um auch entsprechende Fortbildungsmaßnahmen für unsere hauptamtlichen Kräfte zu konzipieren und auch durchzuführen. Mhm. Weil die stehen ja dann am Ende und dann sind die Kinder und Jugendlichen da und die wissen das ja auch nicht alles. Und da braucht es uns. Also, oder sagen wir, da braucht es uns. Gut, ja. Können Sie jetzt schon sagen, hat sich das jetzt eigentlich kurzfristig geändert in den letzten Wochen? Hat sich da Ihre Arbeit verändert oder ist sie einfach nur eingebrochen, die Arbeit? Ja, die ist nicht eingebrochen. Die Herausforderung ist in der Tat eine doppelte, würde ich sagen. Das eine ist natürlich, dass die Corona-Krise nochmal der Digitalisierung als solches einen Schub gegeben hat, weil ja plötzlich alle im Homeoffice sitzen. Also, und dann ist ja die Frage auch für einen Arbeitgeber erstmal, wie kann ich Kontakt aufnehmen mit meinen Mitarbeitenden? Das ist ja eine grundlegende Frage und da stellt sich dann sehr schnell fest, dass nicht alle hauptamtlichen Kräfte ein technisches Gerät zur Verfügung haben, einen Laptop mit der entsprechenden Software oder mit einem Browser, der dann auch freigegeben ist, wo die, dass sie dann überhaupt Videokonferenzen machen können.
Das ist eine echte Herausforderung gewesen. Es gibt einen diözesanen Caritasverband, hier kann ich das wirklich sagen, wir sind es nicht, wir sind sehr gut durch die Krise gekommen. Der war im Grunde genommen 4 Wochen abgeschnitten, weil die keinerlei technischen Möglichkeiten hatten, so in Kontakt zu treten, außer mit E-Mail, dass die mit uns in Kontakt treten konnten. Und das ist natürlich für einen Spitzenverband ein echtes Problem. Also das ist so die erste Frage. Das Zweite, was natürlich immer wichtig ist, ist, wenn wir auch einen solchen Laptop rausgeben oder ein iPad, ein Tablet, völlig egal, ein Smartphone, dann heißt das ja noch lange nicht, dass der oder diejenige, die das Gerät bekommen hat, auch damit angemessen umgehen kann. Also wir sagen zwar immer, die sollen sich dann über eine sichere Leitung einwählen, aber auch das muss gelernt werden. Also braucht es im Vorfeld entsprechende, sag ich jetzt mal, Kompetenzen müssen aufgebaut werden, dass die Mitarbeitenden das können. Wir haben da sehr früh bei uns im Haus begonnen, auch interne Schulungen zu machen. Das hatten wir aber schon vor Corona gemacht, dass wir einfach, das ist so ein wichtiger Aspekt bei uns im Haus, dass wir die digitale Kompetenz der hauptamtlichen Kräfte stärken. Mailen können die alle, aber da hört es dann auch auf. Und ich weiß auch, nicht nur 50-Jährige haben damit Probleme, sondern auch 20-Jährige. Dazu bin ich zu lange im Geschäft. Auch da, die müssen lernen, sozusagen mit den verschiedenen Tools, die es gibt, erstmal umzugehen. Und wir haben auch sehr früh auf Internet-Tools gesetzt. Das heißt, wir haben also sind weg von der klassischen Software. Stichwort Word, Excel, PowerPoint ist wichtig, bleibt auch wichtig. Aber für die Kommunikation sind aber auch noch andere Tools, beispielsweise im Projektmanagement, sehr hilfreich und nützlich. Und so nutzen wir beispielsweise sehr intensiv Meistertask als Projektmanagement-Tool. Und wir nutzen auch sehr intensiv als Unternehmensnetzwerk, wenn ich das mal so sagen will, im Augenblick noch Workplace. Wir werden aber mittelfristig umswitchen auf MS Teams, also von Microsoft Teams. Ja. Und das führte dazu, dass wir jederzeit mit allen Kolleginnen und Kollegen im Haus, wir sind also im DCV Essen 53 hauptamtliche Kräfte mit Sekretariat und Referentinnen und Verwaltung, die dann jederzeit miteinander in Kontakt treten können. Also weil wir eben dieses kleine Unternehmensnetzwerk haben, um sich mal schnell über einen Chat oder über eine Videokonferenz abstimmen zu können. Das ist sozusagen diese interne Kommunikation, ja. Aber eben halt die Kommunikation mit den anderen Verbänden und Einrichtungen scheint nicht immer so einfach dann jetzt zu sein. Ja, genau. Und das ist ein weiterer Punkt, der sich in der Corona-Krise deutlich dargestellt hat, dass nämlich ich sagte ja, wir sind im Verbund mit 5 diözesanen Caritasverbänden. Also in Nordrhein-Westfalen gibt es 5 Bistümer und jedes Bistum hat einen eigenen diözesanen Caritasverband als Spitzenverband. Das sind die Bistümer Köln, Aachen, Essen, Münster und Paderborn. Und diese 5 zusammen bilden ein Netzwerk, nenne ich das mal, das ist die Caritas in Nordrhein-Westfalen. Und die hat sehr viele, viele, viele tausend Mitarbeitenden, also auch in den Einrichtungen. Wir sind einer der größten Träger in Nordrhein-Westfalen überhaupt. Und da hat sich schon herausgestellt, dass es notwendig ist, wie die 5 diözesanen Caritasverbände besser und effektiver zusammenarbeiten können. Und da sind ja digitale Hilfsmittel mehr als nützlich. Weil es hilft es uns, wenn die Landesregierung eine Digitalstrategie NRW verkündet, wir aber nicht mit am Tisch sitzen oder wenn entsprechende Papiere vorbereitet und wir nicht schnell genug sind, um diese Papiere zu kommentieren und eine Rückmeldung zu geben. Und genau da sind wir gerade dran, dass wir da eine Struktur nochmal aufbauen, die stärker das Thema Digitalisierung in all seinen Facetten mitdenkt und und dann auch der Landesregierung, sage ich jetzt mal, ein deutliches P bei bestimmten Sachen vorsetzt. Ja, genau. Aber dafür bedarf es auch wirklich der eigenen digitalen Kompetenz sozusagen im Haus. Die kann nicht sozusagen einfach irgendwie ad hoc behauptet werden, sondern man muss sie auch wirklich entwickeln. Und da würde mich nochmal interessieren, wie Sie da vorgehen. Also sprich, Sie haben das ja auch betont, wir brauchen die digitale Kompetenz, wir brauchen die von jung bis alt, das ist keine Altersthematik im engeren Sinne. Wie machen Sie das? Bleiben wir da wieder beim Kurs? Ist es dann der PowerPoint-Kurs? Ist es das Training von Computersoftware? Oder wie kann das vermittelt werden in einer solchen Organisation, die ja sehr, sehr vielfältige Bezüge auch nach außen hat? Ja. Ich finde, es ist immer gut, wenn wir beim Thema Bildung bei uns selber anfangen. Weil ich davon überzeugt bin, als Pädagoge, ich bin der Erziehungswissenschaftler von der Ausbildung her, dass wenn ich davon überzeugt bin, wenn ich dahinter stehe, wenn ich das Thema
mit großem Engagement auch bespreche oder berate, dann kann ich deutlich mehr erreichen, als wenn ich das nicht tue. Also darum haben wir versucht, bei uns im Haus erstmal anzufangen, eine entsprechende Haltung aufzubauen. Das heißt, wir wissen ja, dass es Widerstände gibt beim Thema Digitalisierung. Also wir reden das nicht über E-Mail, das ist jetzt eigentlich gegessen seit 15 Jahren. Aber wenn wir so mit anderen Sachen reden, wenn es eine neue Version beim Browser gibt zum Beispiel, also wenn wir jetzt nicht mehr mit dem alten Internet Explorer, sondern plötzlich mit dem Mozilla Firefox arbeiten sollen, dann gibt es für manche schon das eine Herausforderung. Die haben sich einfach an diese Sachen gewöhnt. Und die meisten wollen ja von uns einfach nur das Ding, also den Computer aufmachen, die wollen ein bisschen tippen und fertig. Und das fängt ja schon an bei den Word-Sachen, dass auch die Word-Programme ja gar nicht so in der Effektivität genutzt werden, wie ich mir das eigentlich hoffen würde. Deshalb haben wir zum Beispiel im Haus gesagt, wir haben eine Veranstaltungsreihe aufgebaut, die heißt, ich bring dir was bei. Da haben wir einen aus dem Haus genommen und haben gesagt, du hast eine Kompetenz im Bereich Word, du hast eine Kompetenz im Bereich Excel, wir kaufen keinen externen Referenten ein, sondern bring du das doch deinen Kollegen bei. Mhm. Und das machen wir immer eine Stunde. Mhm. Und das hat sich, das muss man einfach ganz deutlich sagen, das hat sich einfach mega bewährt, weil nämlich dann sozusagen der Prophet im eigenen Hause hier was zählte, weil der konnte die Feinheiten auch sagen. Und der hatte auch ein Verständnis dafür, was brauche ich eigentlich? Weil das digitale Feld ist so groß, das interessiert mich nicht. Natürlich kann ich Word erklären, aber wenn ich nur Excel mache, dann reicht es auch nur, das Word-Dokument abspeichern. Dann muss ich nicht wissen, wie ich Formatvorlagen erstelle oder wie ich ein Inhaltsverzeichnis mache. Und vor allen Dingen, ich will es wissen, wie kann ich es nutzen in der Caritas, wie kann ich es in meiner Arbeit nutzen. Genau. Dieser Übersetzungsprozess, der ist ja gar nicht so trivial. Und insofern ist dieses Peer-to-Peer-Lernen eigentlich ja wirklich da der ein guter Weg, um niederschwellig auch Lernprozesse zu unterstützen. Ja, genau. Und was wir auch gemacht haben, wir haben einen neuen Raum eingerichtet. Also das war auch wichtig, weil ich behaupte ja, Räume prägen uns ja. Also wir haben einen sehr großen Raum, so etwa 40 Quadratmeter groß. Da habe ich, da ist Teppichboden drin, da haben wir ein paar Stühle reingestellt, da haben wir einen großen Monitor reingestellt, wir haben da die Pinnwand und so weiter. Und wir haben da auch unsere Videos, die wir drehen, das werden in diesem Raum, wir haben da eine grüne Wand mit drin, wir haben entsprechende Filmplakate aufgehangen in Großformat, sodass dieser Raum überhaupt nicht wirkt wie ein Konferenzraum und auch nicht wie ein klassischer Schulungsraum, sondern das sollte auch so ein bisschen Wohnzimmercharakter haben. So ein bisschen, sag ich jetzt mal. Und es gibt auch eine kleine Minigolfbahn. Also wissen Sie so, was man so in so einem Raum halt so reinstellen kann. Und dass die Leute dann, unsere Kollegen dann auch eine kurze Runde spielen können. Das machen nicht alle, aber damit einfach sozusagen das, die Atmosphäre sich ein bisschen verändert. Und das hilft ja auch beim Lernen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Mhm. Und wenn dann so eine Stunde gemacht wird, dann ist das eine lockere Atmosphäre, die förderlich ist dafür. Mhm. Und das können wir auch belegen, weil das haben wir jetzt anderthalb Jahre durchgeführt und unsere Mitarbeiter sind einfach total begeistert davon. Das finde ich cool. Mhm. Und mittlerweile ist es so, dass sie zum Kompetenzzentrum einfach so reingehen, weil die einfach mal einen Kaffee trinken wollen und dann gibt es einen kleinen Plausch. Oder das gefragt wird, sag mal, erklär mir das mal kurz, wie geht das mit PowerPoint oder wie geht das mit Moodle oder was weiß ich. Ja, ja. Ja, das ist ja so, wie wir unser Learning Lab an der Uni Essen auch positionieren würden, als einen Raum schaffen, wo wir diese digitalen Möglichkeiten zeigen und erproben können, aktiv in der Nutzung selbst erfahrbar machen und so Lernprozesse auch unterstützen. Glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. Übrigens auch ein Beispiel dafür, dass man sieht, wie Digitalisierung und analoge Räume sich eigentlich vermischen, durchdringen und nicht sozusagen separate Räume unbedingt schaffen, ne, sondern dass das auch in der Durchdringung hier in den Raum dann auch erfahrbar wird. Ne? Mhm, genau. Ja. Gut, also... Vielleicht noch, wenn ich noch einen Hinweis geben darf, also weil ich das noch mal auf die andere Ebene bringen möchte. Also das eine ist der digitale Kompetenzaufbau von hauptamtlichen Fachkräften bei uns im Diözesan Caritasverband selber, weil wir glauben, wir sind die besten Botschafter nach draußen. Also das heißt, wenn unsere Diözesanreferenten und Referentinnen da ein positives Gefühl mit haben, mit diesem Thema zur Digitalisierung, dann können die anders auch die Träger und unsere hauptamtlichen Kräfte beraten, als wenn sie da selber kritisch sind. Im Augenblick ist es ja so, dass das ganze Thema Online-Beratung ja auch nochmal einen zusätzlichen Schub bekommen hat durch die Corona-Pandemie. Denn wir wissen, das wissen auch alle anderen in der sozialen Arbeit, dass natürlich durch diesen Lockdown natürlich auch viele Familien sehr stark belastet.
gerade auch die dann eben nicht die Möglichkeiten haben, das irgendwie den Stress zu kompensieren. Also die nicht raus können, die keinen Garten haben und dergleichen mehr. Die auf engem Wohnraum und dann auch noch möglicherweise mit sehr begrenzten finanziellen Ressourcen auskommen. Gleichzeitig braucht es da, also gibt es auch eine vermehrte Anfrage an das Thema Online-Beratung. Und auch da sind wir jetzt im Augenblick sehr also dran, weil wir merken, das wird immer stärker werden. Bislang war immer so der Hang in der sozialen Arbeit, face-to-face first. Und ich würde sagen, oder meine These ist zumindest, es wird auf Dauer so nicht haltbar sein, sondern wir müssen sozusagen einen doppelten Ansatz fahren. Wir müssen die Face-to-Face-Beratung kombinieren mit der Online-Beratung. Und das ist sozusagen dieser neue Ansatz auch, den wir auch versuchen jetzt umzusetzen. Der heißt ja Blended Counseling. Und dieser Ansatz versucht genau das zu machen. Und dazu braucht es natürlich sichere Plattformen. Dazu braucht es natürlich auch hauptamtliche Kräfte, die nämlich genau dann auch wissen, wie muss ich denn digital fragen? Also wie arbeite ich dann? Also welche Fragestellung habe ich im Chat? Wie ist das mit einer Videoberatung? Ja, unabhängig von dem Thema Datenschutz. Und da braucht es auch noch viel, sage ich jetzt mal, Fortbildungen. Wir haben heute Nachmittag dazu noch eine Videokonferenz, wie wir das Thema noch weiter vorantreiben können, um unsere hauptamtlichen Kräfte da entsprechend fortzubilden. Denn das Problem ist nicht die Technik. Das Problem ist häufig auch, dass die Beraterinnen und Berater eher, und das sage ich ganz deutlich auch, zurückhaltend sind bei diesem Thema. So. Ja, klar. Und wenn wir die nicht mitnehmen, dann können wir das so nicht anbieten. Ja. Herr Hautkamp, lassen Sie uns ein bisschen das versuchen reinzudenken. Ich glaube, mir ist das nicht so ganz klar. Wie funktioniert so eine Online-Beratung? Können wir das mal an einem Thema durchexerzieren? Wollen wir Drogenberatung nehmen? Wollen wir welches Thema wollen wir nehmen, um uns dann? Nehmen wir doch Eheberatung, ist doch schön. Was die? Eheberatung. Eheberatung, gut. Ja. Ja, die Caritas in Essen ist ja auch Träger der Ehefamilie- und Lebensberatung und da muss man sich ja nichts vormachen. Also da gibt es ja ganz viele Problemfälle einfach. Also da ist ein Ehepaar, ist 10 Jahre verheiratet, beide sind berufstätig, zwei Kinder nehmen wir mal an und eines von diesen Kindern ist jetzt in der Schule, wird auffällig. Zum Beispiel. Schon haben wir da ein Problem, da müssen wir dann mit Blick auf Schule reden. Und auch die Ehepartner haben vielleicht sich im Laufe der 10 Jahre einfach ein bisschen auseinandergelebt, beziehungsweise da gibt es auch Sorgen und die können nicht thematisiert werden. Der Ehemann will das, die Ehefrau will jenes und das ist ja etwas ganz Normales. Und irgendwann kommen die dann entweder zusammen, wenn die sagen, es geht nicht weiter. Zum Teil werden die vom Jugendamt geschickt, wenn die Kinder auffällig geworden sind. Auch das gibt es. Dann gibt es eine sogenannte Familienmediation. Das ist vor allem bei Trennung und Scheidung der Fall. Oder aber die Schule sagt, also hier haben wir Probleme und die Eltern erkennen manchmal auch selber, dass es gut ist, nochmal eine Beratungsstelle aufzusuchen. Manchmal ist auch das Jugendamt schon drin. Gar nicht, weil es eine große Kindeswohlgefährdung ist. Das muss gar nicht sein. Aber dass das Jugendamt weiß, kennt die Beratungsstellen, also die Kommune weiß, wo die Beratungsstellen sind. Und sagt dann, ey, geh doch mal dahin. Manchmal kommen die auch selber, weil die sagen, ey, wir haben über die Webseite oder über einen Facebook-Eintrag haben wir was mitbekommen oder über Freunde, die das sagen, gehen dann in die Beratungsstelle und dann wird mal so ein bisschen geredet. Also der Berater, die Beraterin sitzt ja und fragt, was ist denn eigentlich mein Auftrag? Was wollen Sie von mir? Ja, und dann kommt es dann auf den Punkt möglicherweise, dass dann die Frau sagt, mein Mann redet nicht mit mir. Zum Beispiel. Und der Mann sagt dann, ja, meine Frau redet mich zu. Ich will auch mal meine Ruhe haben. Ich bin so gestresst und so weiter. Und so versucht man dann auch über, das sind dann wirklich jetzt mal psychologische Themen, dann sozusagen reinzukommen, was sind eigentlich die Ursachen für den eigentlichen Konflikt. Ja. Und das gelingt dann auch mal, aber nicht immer. Und es kann auch durchaus sein, dass am Ende dann steht, also es macht unter dieser Situation, geht das nicht. Und was im Münsterland, wo ich herkomme, häufig ist, dass da noch die Schwiegereltern eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Okay. Aber den Online-Anteil, den würde mich jetzt interessieren. Also wo kommen da jetzt Online-Anteile rein? Ja, es gibt, also das ist die klassische Face-to-Face-Beratung. Und dann gibt es die Möglichkeit des Online-Anteils, dass man der Erstkontakt über Online läuft, zum Beispiel, über einen Chat. Es gibt auf Beranet zum Beispiel, das ist ein Anbieter, mit dem also die EFL sehr stark arbeitet, die Ehefamilie- und Lebensberatung auch sehr stark arbeitet und auch der Deutsche Caritas, man hat eine entsprechende Chatberatung und eine Mailberatung, dass einfach Anfragen über Mail reinkommen bei den Beratungsstellen und die dann innerhalb von 24 Stunden beantwortet werden müssen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass offene Gruppenchat und Einzelchats angeboten werden. Also das heißt,
Jemand kann sich einfach dann am Mittwochabend in so einen Chat eintragen, anonym natürlich, selbstverständlich, und kann einfach seine oder ihre Sorgen oder ihre Probleme einfach dort mal schildern, und ein Berater, eine Beraterin nimmt sich dann eine Stunde Zeit. Und dann können weitere Termine, beispielsweise face-to-face oder weiter online. Es gibt auch reine Online-Beratungsveranstaltungen. Gruppe dann. Nur, ausschließlich. Und die gibt es als Einzelchat und als Gruppenchat. Auch das ist möglich. Mhm. Und die werden auch zusehends angenommen. Das Gefühl habe ich, aber wahrscheinlich habe ich es nicht so gesucht, aber wird das auch wirklich schon prominent beworben auf den Seiten? Das findet man dann auch auf einer entsprechenden Beratungs- Ja, das finden Sie bei uns auf der Startseite mit drauf. Das ist beim Deutschen Kartenverband auf den Startseiten. Ich bin ehrlich genug zu sagen, das ist auch immer die Frage, wie engagiert ist dann der jeweilige Träger, der jeweilige Ortscaritasverband, der ja dann Träger der Ehefamilie- und Lebensberatung im Bistum Essen ist, wie stark er dann auch das Thema dann auch forciert. Und da mal sind wir wieder beim spannenden Thema Geld. Also die Ehefamilie- und Lebensberatung im Bistum Essen wird auch durch Kirchensteuermittel finanziert. Das darf man nicht vergessen. Viele Beratungsdienste werden durch Kirchensteuermittel in allen Diözesen Deutschlands unterstützt. Sonst wäre das gar nicht möglich, also diese Beratungsleistung so anzubieten. Aber es ist natürlich auch so, dass die Refinanzierung, also das, was der Staat gibt, die ist nicht hundertprozentig. Und bei der Online-Beratung ist es jetzt besonders prekär in diesem Fall, weil da gibt es relativ wenig, weil auch das beim Staat noch gar nicht angekommen ist. Also das heißt, da drehen wir uns ein bisschen im Kreis. Ja, haben wir da auch das Problem, dass die Abrechnung eigentlich nur regulär funktioniert mit der Kontaktstunde, die einem Mensch in einem Raum sitzt? Oder ist so das ungefähr, ja. Das kennen wir so aus der Erwachsenenbildung, ist das sozusagen so ein Kreislauf, der noch immer nicht aufgelöst ist. Man will Online-Dienste anbieten, aber abrechnen kann man nur die in den die Präsenzveranstaltung so ungefähr. Und das ist so ein bisschen bei der Beratungsleistung auch. Ja. Das haben wir auch in der Drogenberatung, das haben wir in vielen anderen Bereichen. Ja, also das muss irgendwo vorangebracht werden. Ja. Aber um nochmal darauf zu sprechen zu kommen, sozusagen interessant eben hier Ihre Rolle dabei auch wieder praktisch, also diese Prozesse zu unterstützen, diese Produkte, diese Entwicklungen auch voranzubringen, zu beraten, einfach auch in der Entwicklung dieser neuen Angebote. Ja, genau. Also ich sage mal ein konkretes Beispiel, nehmen wir jetzt mal ein anderes Thema, die Drogenberatung oder Suchtberatung. Ja, da haben wir natürlich das Problem, dass viele, ich sage mal, Klienten bei uns, die dann da aufschlagen, ja gar nicht über die Geräte verfügen. Okay. Und auch weil sie ja kein Geld haben. Und wenn sie dann Geräte haben, haben sie kein Netz. Also da haben wir dann wieder das gleiche Problem. Ne? Also die haben dann nochmal ganz andere Probleme, als wir sie dann haben bei der Ehefamilie- und Lebensberatung. Zum Beispiel. Mhm. Weil wir da sagen können, da haben viele haben einfach solche Geräte. Aber ja, genau. Bei den Obdachlosen ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Bei der Unterstützung von Flüchtlingen, von Menschen, die zu uns gekommen sind, war das Phänomen ja, die hatten eben halt sehr wohl mobile Geräte, und für die war das eigentlich sehr, sehr wichtig, über diese Geräte auch zu kommunizieren. Hier haben auch ja einige Angebote dann über solche Geräte stattgefunden, oder? Absolut. Also die wären verloren gewesen ohne die Geräte. Und da wurden auch sehr schnell entsprechende Apps auch entwickelt, damit die dann auch seitens der Caritas, damit die dann auf die Soforthilfemaßnahmen oder dass die genau wussten, wo die dann hin mussten. Da hat ja auch das Bundesamt für Migration auch sehr schnell eine entsprechende App auf den Markt gebracht. Ja. Also insofern sieht man, die soziale Arbeit, es muss auf diese digitalen Angebote setzen, um Menschen auch erreichen zu können. Diese Angebote gilt es konzeptuell zu entwickeln, und wir müssen auch mit den Kräften, die dort arbeiten, wiederum ihre Kompetenz entwickeln und auch diese Konzepte auch erarbeiten. Und da kommt dann Ihre Stelle auch mit rein, um diese Entwicklungen auch zu unterstützen. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Wenn man es nochmal auf einer strategischen Ebene auch betrachtet, also Sie sprachen auch eben von einem Wettbewerb der Einrichtungen untereinander. Spielt da das Digitale aus Ihrer Sicht schon auch eine Rolle in der Positionierung, auch in einer wettbewerblichen Situation der Anbieter, oder ist es doch noch ein Randthema? Ich glaube, dass es im Augenblick noch ein Randthema ist. Das ist so meine Wahrnehmung. Gleichwohl muss man wissen, es gibt das sogenannte Online-Zugangsgesetz.
Das ist vom Bundestag und vom Bundesrat verabschiedet worden. Und darin verpflichtet sich der Bund ja für solche Portallösungen. Das heißt, bis 2024 sollen im Grunde genommen alle Verwaltungsleistungen online abgebildet werden. Das ist ja der Hintergrund eigentlich. Also, dass ich beim Ein- oder Meldeamt mich darüber anmelden kann. So. Und da haben wir ja das Thema Digitalisierung mittendrin. Das heißt, die Einrichtungen sind jetzt auch aufgefordert, entsprechende Strukturen zu entwickeln, also strategisch sich aufzustellen, damit sie in keinen Wettbewerbsnachteil kommen. Und das kostet viel Geld, weil Infrastruktur aufbauen kostet viel Geld, Qualifizierung im Mitarbeiter kostet viel Geld. Und da sind die gerade dran. Also und da sehen wir auch einen großen Punkt. Und mit Blick auf die Corona-Krise, da kann man jetzt sagen, da sind ja nochmal die Defizite deutlicher geworden. Also es gibt von der, also man muss, ich darf nochmal kurz ausholen. Neben der Caritas in Nordrhein-Westfalen gibt es auch eine Landesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege. Diese Landesarbeitsgemeinschaft ist ein Verbund aus allen Spitzenverbänden in Nordrhein-Westfalen. Dazu gehört die Diakonie, dazu gehört aber auch die Arbeiterwohlfahrt, der Paritätische Wohlfahrtsverband und so weiter. Und alle diese zusammen haben sich in der LAG zusammengetan und die reden auch mit den Ministerien. Und so gab es auch einen Brief vor etwa 6 Wochen, den wir als Essener, da kann ich jetzt auch mal uns auf die Schulter klopfen so ein bisschen, mitentwickelt haben und auch den Anschluss gegeben haben. Weil wir gesagt haben, es ist ein Problem in der Corona-Pandemie, dass viele Einrichtungen einfach nicht über die Strukturen verfügen, die sie brauchen, damit auch die Bewohner, beispielsweise im Altenheim, auch angemessen, sage ich jetzt mal, diese Zeit also durchstehen können. Also es ist schon hart, wenn der Sohn oder die Tochter die Mutter nicht oder den Vater nicht besuchen kann oder getrennt ist durch eine Scheibe. Also das ist ein Problem, das darf man nicht vergessen. Also Stichwort soziale Isolierung in dem Sinne, gerade in den Altenheimen. Und da haben wir gesagt, wir brauchen eine Soforthilfe für die soziale Arbeit. Die ist notwendig. Und das Land gibt jetzt auch Geld. Also da haben wir jetzt auch wirklich das strategisch gesehen auch Erfolg, weil wir gesagt haben, das wird nicht so refinanziert, wir brauchen Geld. Und das andere ist, dass wir sagen, wenn das Land Nordrhein-Westfalen sagt, strategisch, wir wollen eine Digitalstrategie, dann erwarten wir als Wohlfahrtsverbände alle, dass wir auch angemessen beteiligt werden an diesem Prozess. Und auch das ist eingefordert und jetzt schließt sich der Kreis. Die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege hat vor diesem Hintergrund eine eigene Steuerungsgruppe, eine eigene Gruppe eingerichtet, der ich auch angehöre, für die Caritas, die jetzt mit dem Land die Feinheiten, sag ich jetzt mal, verhandelt und aushandelt, auch mit Blick auf die weitere Entwicklung der Digitalstrategie des Landes Nordrhein-Westfalen. Und konkret, was wären da für Punkte, über die Sie konkret nachdenken? Was soll getan werden? Also einmal Investierung, Soforthilfe heißt Investierung in Infrastruktur. Das ist das eine. Also sprich in Netzausbau, in WLAN-Sachen zum Beispiel. Das ist das eine. Das zweite, Qualifizierung der Mitarbeitenden in den Häusern, weil das können wir ja auch nicht alles nur als Caritas, sondern da eine Unterstützung zu geben. Und das dritte ist, dass die einfach auch Projekte in der Größenordnung von 5.000 bis 100.000 Euro an die Stiftung Wohlfahrtspflege stellen können. Mit einer 5% Finanzierung Eigenanteil. Und das ist eine Hausnummer, beziehungsweise auch ein relativ geringer Eigenanteil. Das wird am 15. Juni, wird das auf der Webseite der Stiftung Wohlfahrtspflege auch dann verkündet werden. Spannend, da tut sich ja einiges. Da tut sich einiges auf dieser politischen Ebene. Ja, eine Frage, die mich immer wieder beschäftigt, ist auch der Punkt, ob wir nicht auch neue Formen von Kooperationsstrukturen zwischen den Einrichtungen brauchen und welche Rolle auch eben tatsächlich Verbände und intermediäre Einrichtungen dabei haben. Gerade in der Erwachsenenbildung stellt sich zum Beispiel die Frage, wie können die vielen kleinen Einheiten eigentlich diese Digitalisierung bewältigen? Brauchen sie nicht auch andere Dienstleister? Brauchen sie nicht neue Kooperationsstrukturen, um diese Services, die Sie auch eben genannt haben, tatsächlich zu meistern? Denn auch das Internet macht ja dann an der Stadtgrenze von Essen und der Bistumsgrenze von dem hübschen Bistum Essen ja nicht halt. Also insofern haben Sie den Eindruck, das bleibt so in diesen Strukturen oder sind auch diese Kooperationsstrukturen weiterzuentwickeln? Die werden schon weiterentwickelt, weil die Not ist so groß, also das geht gar nicht anders. Die Verbände selber, also unsere Träger, sage ich jetzt mal, die wir im Bistum Essen haben, haben ja auch eine unterschiedliche Größe. Wir haben Träger, die haben eine Mitarbeiterschaft von knapp 80 Personen. Wir haben aber auch einen Träger, der hat 2000 Mitarbeiter.
Also da ist ja die Bandbreite groß. Wie will denn eine kleine Jugendhilfeeinrichtung mit 20, 70 Mitarbeitenden? Die können ja kaum eine eigene IT-Infrastruktur aufbauen. Die sind auf Dienstleister angewiesen. Und wir haben im vergangenen Jahr mit zwei Hochschulen zusammen haben wir eine Umfrage auch unter den Trägern gemacht und haben mal geguckt, so wie sieht es denn bei euch aus? Und da ist auch ein Problem ja immer, dass es dann eine Person gibt, die macht alles. Also die ist quasi der IT-Chef der Einrichtung. Und wenn der geht oder wenn der das Passwort vergessen hat, dann kommt keiner mehr an die Server so ungefähr. Also da machen wir uns nichts vor. Das gibt es ja auch nach wie vor. Und da ist ja schon die Frage nochmal, wie kann man, auf welcher Ebene kann man zusammenarbeiten? Da sehe ich auch einen Spitzenverband wie uns als eine Instanz, die da eine Unterstützung bietet. Darum beraten wir ja auch unsere Träger im Bereich von IT. Wir arbeiten auch eng mit dem Bistum Essen, mit der IT des Bistums Essen zusammen. Und jetzt nochmal größer gedacht, auf der NRW-Ebene gedacht, macht das ja noch mehr Sinn. Also und auf der Bundesebene erst recht. Also wenn man sich die ganzen vielen kleinen Flickenteppiche anguckt, dann wäre es ja klug, auch mit Blick auf Synergien, gerade mit Blick auf Digitalisierung, hier Vernetzungsportale aufzubauen. Die Online-Beratung, das, was ich eben sagte, ist ja genau ein Beispiel. Das wird zentral vom Deutschen Caritasverband sozusagen gemanagt, aber organisiert ist es dann und fachlich begleitet wird es dann auf der Ortsebene. Das macht auch Sinn. Und es gibt auch im Deutschen Caritasverband, zu dem wir ja einen sehr engen Kontakt haben als Spitzenverband, gibt es auch eine Arbeitsgruppe zum Beispiel, die heißt Digitale Agenda. Da bin ich auch mit drin, in dieser digitalen Agenda, wo es darum geht, ja, wie muss sich die Caritas in Deutschland eigentlich aufstellen? Also wie können wir unsere Vernetzungsstrukturen verbessern? Das fängt ja schon damit an, ich reg mich immer auf über die ganzen E-Mails, weil das nervt. Gut, was ich E-Mail, ich finde das furchtbar. Und noch schlimmer finde ich dann die Anhänge. Wenn ich dann von der Post bekomme, da sind dann 5 Anhänge drin und dann 30 Seiten und 5 Seiten. Das kann ich überhaupt nicht lesen, das geht gar nicht. Ich wünschte mir eigentlich bessere Filterfunktion. Und auch vieles muss ich gar nicht lesen oder wissen. Ich muss das Wichtige finden. Also brauchen wir eigentlich Datenbanken, die wir ja haben. Wir brauchen Wissensdatenbanken, wo ich mir das Material, was ich brauche, suche. Da fehlt es bei allen Verbänden. Das ist nicht nur bei uns so in der Caritas, das ist bei allen. Und da was aufzubauen, Kooperationen einzugehen, das sind wichtig. Das Gleiche gilt, das ganze Stichwort New Work, also das, was jetzt neu auf den Arbeitsmarkt kommt, die jungen Menschen, die um 2000 geboren sind zum Beispiel, die auch in der Caritas als Erzieherin arbeiten oder die in einer Sozialhilfeeinrichtung einarbeiten, beim Ortscaritasverband oder so weiter, die erwarten natürlich auch, dass sie nicht nur Technik bekommen, sondern die haben auch ein anderes Verständnis von Digitalisierung als möglicherweise 60-Jährige plus. So, ich bin ja 57, insofern darf ich das so sagen, weil wir auch anders groß geworden sind. Und da müssen wir auch andere Arbeitsstrukturen, wir brauchen andere Organisationsstrukturen und wir brauchen auch ein anderes Führungsverständnis. Also da ist nochmal ganz, also es geht nochmal viel tiefer in die Organisation ein. Und das ist auch etwas, was wir, darum haben wir auch ein Kompetenzzentrum gegründet. Wir haben keine Abteilung gemacht, weil das ist so die klassische Linie, Abteilung. Sondern wir haben jetzt hier ein Kompetenzzentrum und das Deutsche Rote Kreuz hat auch ein Kompetenzzentrum aufgebaut, 3 Stück sogar, gefördert vom Bundesministerium, um genau diese, sage ich jetzt mal, neuen Entwicklungen auszuprobieren, mit Blick auf Organisationsentwicklung und zu gucken, was können wir davon auch gut nutzen für die Zukunft. Und so haben wir ein Projekt jetzt gemacht, das läuft leider Ende dieses Jahres aber aus. Na, ich bin noch nicht ganz sicher, ob wir das nicht fortführen können. Das ist ein Caritas Innovation Lab. Ein KI, was wir gemacht haben, ja. Also, dass wir auch ein Caricam, wir machen Barcamps oder sowas. Ne? Also Formate, die wir in der Erwachsenenbildung so eigentlich nie gemacht haben. Also quasi eine Unkonferenz als Barcamp geht ja gar nicht. Ohne Tagesordnung im Vorfeld und ohne eine schriftliche Einladung, sondern nur eine Webseite, wo das draufsteht. Und wir haben Barcamp vor 5 Jahren gegründet in Honnef. Und das läuft jetzt mit 180 Sozialarbeitern jedes Jahr. Also das ist schon eine Hausnummer, würde ich sagen, das Sozialcamp, was neu quasi auf den Markt gekommen ist. Und am Anfang sind wir da auch klein gestartet. Und auch da waren wir als Essener mitführend, das kann man schon sagen. Also da geht es auch darum, nochmal neue Arbeitsformen zu entwickeln. Also auch kollaborativ stärker zusammenzuarbeiten. Und darum, auch da dreht sich jetzt wieder der Kreis zusammen, mit Blick auf Meistertask zum Beispiel oder andere Tools, Web-Tools, bietet das ja. Oder auch Office 365, das neue, wo ich dann gemeinsam mit mehreren Personen an einem Dokument arbeiten kann, ne? Mit Etherpad oder so. Ja, da gibt es viele Möglichkeiten, die wir bislang so noch gar nicht ausprobiert haben. Und da wollen wir dran, sage ich jetzt. Und auch mit Blick auf E-Learning. Ja,
Ja, was mir auffällt, ist die Bandbreite Themen, die Sie da benannt haben, die machten deutlich, dass es halt wirklich nicht nur darum geht, jetzt IT-Kurse durchzuführen, sondern dass dieses Schlagwort von der digitalen Transformation durchaus berechtigt ist und angemessen ist. Also auch wenn das Schlagwort als solches ja schon man ungern hört, aber in Wirklichkeit wird schon deutlich, dass das hier so eine ganze Bandbreite von Themen ist, von der Gestaltung von Lernangeboten bis hin zu strategischen Fragen, organisationalen Fragen, dass das Arbeiten und das Lernen, das Beraten und Unterstützen davon betroffen ist. Also wirklich diese Bandbreite wird sichtbar in ihren Ausführungen. Und vor allen Dingen, meine ich, kann man dabei eben auch merken, dass das natürlich auch alles Bildungsfragen letztlich tangiert, auch an einen umfassenderen Begriff von Bildung, also auch als Bildung, als Beitrag zur Entwicklung des Menschen und seiner Welt, in der Welt, in der wir leben, dass das in diesen Ausführungen eben halt auch sichtbar wird und dass damit auch deutlich wird, dass wir als Bildungswissenschaftler und Wissenschaftlerinnen da eben auch einen Beitrag leisten können. Nochmal, der darüber hinausgeht, eben einfach Kurse durchzuführen. Das finde ich so wichtig. Und insofern wird auch deutlich eben halt der Auftrag Ihres Kompetenzzentrums. Also deswegen habe ich da immer so nachgehakt. Also sind das jetzt einfach Kurse, die Sie durchführen? Und nochmal, es wird deutlich, dass, oder so habe ich es eben halt auch verstanden, dass Sie einen Beitrag leisten wollen, wirklich soziale Arbeit und damit letztlich Gesellschaft auch zu entwickeln. Und wie gesagt, und das finde ich schön zu sehen, dass hier wirklich damit ja auch ein eben ganz elementares bildungswissenschaftliches Verständnis und ein bildungswissenschaftliches Anliegen in diesem Sektor sichtbar gemacht werden kann. Und es freut mich, dass das Bistum Essen hier also auch wirklich doch sehr ernsthaft dieses Thema angegangen hat, dass der Diözesanverband der Caritas dieses Anliegen so angegangen hat. Und doch auch wirkt in den verschiedenen Bistümern, in den verschiedenen Ländern, diese Dinge ja auch sichtbar werden, auch als Leuchtturmprojekte aus sich weisen lassen, um zu zeigen, ja, lass uns drüber sprechen, wie können wir soziale Arbeit weiterentwickeln, wie können wir Gesellschaft weiterentwickeln, welche Bedeutung hat Bildung in diesem Zusammenhang. Das finde ich sehr schön in Ihren Ausführungen. Das so also als meine persönliche Zusammenfassung oder Reflexion von dem, wie Sie es dargestellt haben. Ja, wir kommen schon wieder an einen Punkt, wo ich dann gleich die Aufnahme beende und wir auch in eine Diskussion möglicherweise reinkommen. Was gäbe es für einen Punkt, den Sie vielleicht noch hinzufügen möchten, Herr Kramp? Ja, ich würde einmal sagen, das, was Sie eben gesagt haben, Herr Kehr, dem stimme ich voll und ganz zu. Ich glaube, dass Bildung ist ja eine Lebensaufgabe und Bildung tangiert alle Bereiche. Und wir als Diözesan, oder ich verstehe Bildung zumindest so, dass sie immer auch eine Weite haben muss. Also deshalb will ich auch gar nicht das mit dem Kompetenzzentrum, das ich ja leite, nicht so eng sein, sondern ich möchte eine Vielfalt haben, das ist wichtig. Also ich möchte mit klugen und wachsamen Augen durch die Welt marschieren der Digitalisierung, beobachten und gucken und mich mit anderen Menschen vernetzen. Darum sind wir auch auf Twitter aktiv, auf Facebook aktiv und so weiter, also Social Media, um das Thema Digitalisierung gut spielen zu können, sage ich jetzt mal, für die Caritas in Nordrhein-Westfalen und natürlich vor allen Dingen erstmal für den Diözesan Caritasverband. Und ich sehe eben, dass die Digitalisierung, und das ist vielleicht das Neue, wir dürfen es nicht reduzieren, das tun wir auch manche auf Social Media, sondern Digitalisierung ist ein Paradigmenwechsel. Also das ist mir immer ganz wichtig. Es geht sehr tief in die einzelnen Organisationsstrukturen rein. Also das ist ja hoffentlich ein bisschen deutlich worden von dem, was ich beschrieben habe. Und es reicht eben nicht aus, einfach nur Word- und Excel-Kurse zu machen, um dann zu sagen, ey, ich bin digital fit. Das ist einfach zu kurz gesprungen. Also da müssen wir weitergehen. Und das möchte ich gerne weiter reintragen. Mhm. Und da komme ich dann zu einem letzten Punkt. Am 19. Juni, ich möchte noch mal ein bisschen Werbung machen, findet der Digitaltag statt. Der bundesweite Digitaltag, der ist am 19. Juni. Und da möchte ich alle einladen, die auch jetzt zuhören, mal ein bisschen auf dieser Seite vom Digitaltag zu schnuppern und zu gucken, was es da alles an spannenden Sachen gibt.
Denn es ist letztlich ein Bürgerinnen- und Bürgerdialog. Darum geht es. Und auch wir als Caritas in Essen werden mit einer kleinen Veranstaltung dabei sein. Denn wir haben mit der Staatskanzlei, da merken Sie jetzt immer wieder diese politische Komponente, die bei mir immer mit reinschwimmt. Da komme ich gar nicht ohne. Frau Attermeier ist dort die Referatsleiterin in der Staatskanzlei für den Bereich Medienkompetenz. Und die machen ja auch den Tag der Medienkompetenz im September zum Beispiel mit der GMK und mit dem Grimme-Institut. Und das ist für mich auch ganz wichtig, dass wir da die politische und die Bildungsperspektive mal einnehmen. Und mit denen, mit der Staatskanzlei zusammen machen wir eine kleine Veranstaltung und der Hochschule Hamm-Lippstadt und der Kato zum Thema Selbsthilfe in der Telemedizin. Ja, also das ist so ein Dialog, den wir da machen. Da wird der Professor Hohenberg so ein bisschen was dazu sagen, zu dem Projekt und so. Und wir haben nämlich diesen Denkraum, so haben wir ihn genannt, auch dann vor anderthalb Jahren gegründet, der genau dieses Thema Wissenschaft und Soziales zusammenbringen und zusammendenken. Also haben Sie, wenn Sie Lust haben, gucken Sie mal alle ruhig rein bei diesem Digitaltag. Genau, Digitaltag und by the way, Herr Hautkamp, jetzt unangesprochen, aber auch das Learning Lab ist dabei und auch wir haben einige Angebote da bereitgestellt. Finde ich, ein interessanter Ansatz. Ich bin gespannt, wie das aufgenommen wird, wie sich das kommuniziert. Ist sehr breit angelegt, ja. Wird man sehen. Wie das passiert, aber eben halt auch im Land NRW ist das ja auch eine gute und mittlerweile ja doch schon langjährige Tradition, der Tag der Medienkompetenz. Also da muss man alle Formate ausprobieren und insofern bewegt sich doch sehr viel. Ja, also insofern sage ich erstmal, Herr Hautkamp, vielen Dank für dieses Interview, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Die uns einen Einblick gegeben haben in die Arbeit des Diözesanverbandes der Caritas im Bistum Essen, in die Arbeit des Kompetenzzentrums Digitale Bildung, wo sichtbar geworden ist, wie soziale Arbeit, Erwachsenenbildung, Bildungsarbeit in einem weiteren Sinne zusammenkommen unter den Vorzeichen der Digitalisierung und welche Bandbreite damit doch auch sichtbar wird. Vielen Dank erstmal. Danke.